Wie oft kann ich denn noch auf den Typen schießen? Das ist unglaublich. Den Typen da heute. Geht so schön schnell, wenn man da einnehmen. Naja, doch nicht. Nicht immer. Wo ist denn da noch einer? Hä? Ach, da. Was soll ich jetzt?
drüben ist noch mal was. Gar nicht vor. Things have been going. There's no stopping. That's what I like to see. So, jetzt kriege ich wie viele Punkte dafür? Oh, 500 Händler. 500 so. Ah, 500 Punkte kostet. Ach, den kochen muss ich nichts. Himbeeren. Ein paar Himbeeren essen. Was lückert das denn so? Ist die Himbeere jetzt da oder nicht? Zack, zack, zack. Naja. Ich hätte dann auch ein bisschen was zu. Supplies are looking healthy right now. Wo ist mein ganzes? Habe ich nicht? Fälle habe ich nicht. Ich habe das Fleisch. Ja. Soll ich mal ein bisschen kochen? Ich denke, ich will kochen auch. XP. Wildtierjagd, das hört sich auch interessant an. Jetzt wird erstmal gekocht. Schweinefleisch mit Ackerminze. Oregano habe ich so viel. Und ich dachte, ich könnte hier meine Gerichte verkaufen. Wenn es 5,50 schon für ein Stück Fleisch kostet, dann kann man ja bestimmt $25 verlangen für ein Steak. Gebraten, gebrutzelt. Ja, aber so ist es leider nicht. Jetzt habe ich vom vielen Kochen Hunger gekriegt. Thymian, lecker, lecker, lecker. Thank you.
Ackerminze. Ich sollte vielleicht nicht alles kochen. Windfleisch sollte ich vielleicht mal machen. Weil da habe ich 20 von. Also 5 von jedem sollte man immer behalten. Da gibt es nur noch eins. Da habe ich noch 2. Was sollte ich dann abgehangenes Wildfleisch am häufigsten essen, weil es am einfachsten zu fangen. Das ist Großwildfleisch. Die da. Schau, das ist eh schon voll hier. Ja, das fängt man noch am einfachsten. Soll ich nicht diesen doofen Eingetopf da machen? Da muss ich doch diesen Kessel verkaufen. You know what you're looking for? Wo ist denn der große Unterschied? Völlig wurscht, wie das aussieht. Weg. Ein Blödsinn. Das kann ich mit dem Zelt machen. Überdachung. Ja. Irgendwann bin ich schon mal im Lager. Füllt deine Kerne bis auf maximal 35% auf, wenn du den Free Roam betrittst. Deine Kerne füllen sich 25%, wenn du ne. Brauche ich nicht. Flagge, Ausstattung. Ja, den Schlachttisch habe ich ja schon. 650 kostet der Suppentopf. Okay. Er kürzt die Zeit, die für das Herstellen von Gegenständen am Lagerfeuer benötigt. Brauche ich selten. Aber diesen Suppentopf, und was kostet ein Hund? Oh, der ist doch ganz süß. Der sieht irgendwie vom Kopf her genauso aus. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Das ist halt ein Aussuchen. Die kann man nicht mal sehen. Nein, Husky sah mal anders aus. Aber die sehen doch alle gleich aus, oder? Ohren, Schnauze, Nase, Zähne, alles gleich. Der Husky ist anders und der ist anders. Das ist nicht hübsch. Ja, jetzt hat den einfachsten nehmen. Krebs Outfit. Also, um diese Herausforderung zu machen, die tägliche. Hallo. Ne, die hier. Händler.
Lagereintöpfe essen. Brauchst du den Topf für 650? Spenden an Krebs. Genauso wie hier mit dem Sand. Da brauchst du das versteckte Sand. Also, die sehen schon dazu, dass du Zeug kaufst. Obwohl, ich glaube, das Lasso kostet nur 75, hat das nur gekostet. Naja, ich glaube, ich kümmere mich dann mal wieder um meinen Kopfgeldjäger. Option. Dann habe ich Hauptsache, ich habe eins gemacht. Geist ist wurscht. Ich breche mir da keinen ab, nur damit ich den Blödsinn da erreiche. Noch der Tannenbaum da, ist ja noch Weihnachten. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie sind denn deine Blätter? Moment, das sind ja keine Blätter. Ach ja, da konnten wir auch Kopfgeld bezahlen, vergesse ich immer wieder. Zeigt es an, aber es geht nicht, Y zu drücken. Jetzt schon, das ist doof. Warum zeigt das denn an, wenn es nicht geht? Das ist. Weiß ich nicht. Lager, Lieferort, okay, Produktion, Spenden. Weiß ich nicht, wenn die Wagenkapazität größer wird. Kann man irgendwann nochmal kaufen wahrscheinlich. Wegen sowas muss schon voll sein, sonst mache ich keine Fahrt. Ja, dann wo ist denn mein Pferd? Da. Komm her, Pferd. Wir sehen jetzt zu, da gibt es irgendwie den nächsten, schätze ich mal. Ja, oh Mann, ist so schwer. Ja, komm mal direkt, da gibt's schon wieder Aufträge. Kann ich nochmal einen legendären? Die machen nämlich am meisten Spaß. Den haben wir auch. Carmela Lamu Muñeca Montes. Blutsverwandt mit Mitgliedern der berüchtigten Del Lobo-Bande. Angeblich aktuell Anführerin dieser Bande, verantwortlich für eine Serie blutiger Straßenüberfälle. Sie wird als hübsch und zart beschrieben. Sie ist extrem gefährlich. Die Del Lobos wurden zuletzt gesehen, wie sie nach einem gepanzerten Kriegswagen nach N.A. nach Westen gezogen sind. Was ist N.A.? New Austin? Schießt ohne Vorwarnung. Es ist aber ziemlich weit weg jetzt hier. Was ist mit Philipp Carlier? Gesucht wegen Veruntreuung und Mordes. Lebt nach dem Mord an einem Kollegen der Lemoyne Handelsgesellschaft. Zuletzt gesehen in lumpiger Kleidung und geistig verwirrt aufgrund seiner... Ah, irgendwie wahrscheinlich... Lemoyne ist nicht
so weit weg. Der Wolfsmensch. Shit, das habe ich jetzt ausgewählt. Ich wollte doch eigentlich lesen. Naja, ist das halt so. Leg Isabellas ganz am besten. The Wolfman. You heard about him? Sounds like a tall tale, don't it? A man living up there with the wolves. I wish it was. He's a real life monster and one that needs hunting down and... Well, one of the two ways it can go. Go up to Lake Isabella and look around those parts. You don't freeze to death. You might just find him. Be warned though, like most things wild, I expect he'll be skittish. His wolves, on the other hand, might not be. Aha, ich wurde jetzt auf Akt, Dings gesetzt. So, gucken wir uns erstmal. Erstmal schön, dass ich in die Nähe gekommen bin. Tja, ich würde sagen. Ich fange unten an zu suchen. Schön, wenn da ein paar Schneeflocken da so glitzern. Ich wollte unten anfangen, okay. Da gibt's doch noch was, oder verguck ich mich da gerade? Nee, das ist falsch. Schon muss noch die nächste dann. Geht mit Marsch. Geht nicht. Fähigkeitskartenarsenal. Also könnte ich auch mal aufrüsten. Ach, die verschwinden dann. Aber ich dachte, ich könnte die häuten.
Oder sind noch mehr dran? Tauchen auf und dann sind sie tot. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein Wolf war. Guck mal. Die kannst du auch nicht plündern. Schade eigentlich. Und auch unrealistisch. Man gönnt mir halt einfach nicht die Fälle, weißt du. So einmal ist es. Schau. Kannst du aufheben? Okay. Okay, ich heb mal auf. Dann lege ich wieder ab.